Hello, welcome to part two of Bach's St. John Passion from our Pacific Music Works performance at Nordstrom Recital Hall on March the 2nd, 2014. For that occasion, in cooperation with the Seattle Symphony, which presented the St. Matthew Passion a week earlier, we were able to bring together an international cast of prominent Bach singers from both Europe and North America. Evangelist Charles Daniels, Jesus, Matthew Brook, with sopranos Dorothée Meals and Shannon Mercer, mezzo-soprano Laura Pudwell, countertenor Terry Way, tenors Thomas Cooley and Aaron Sheehan, and baritone Tyler Duncan. Bach first performed this passion on April the 7th, 1724 at the Nikolaikirche in Leipzig. It is on a smaller scale than the later and monumental St. Matthew Passion, but it has a very direct dramatic impact, almost like an opera in the mind of the listener. The storyline is mainly carried by the evangelist, with other soloists taking the roles of Jesus, Peter, Pilate, and other characters from the familiar story derived from the Gospel of John. Bach was so faithful to the Luther translation of the Gospel that he set every word of that text without any changes. In this way in particular, you can think of Bach's St. John Passion as a musically illuminated version of Luther's iconic German text. Bach split the story into two parts, and we've done the same here. Part one tells the story up to the point of Peter's three times repeated denial that he even knows Jesus, and in part two, which we present here, takes the story through to the crucifixion. We hope you will enjoy part two of Bach's St. John Passion. Nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Osten essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Da sprachen die Jüden zu ihm.
sagte, da er deutete, welches Todes er sterben wird. Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm: Bist du der Jüdenkönig? Jesus antwortete: Redest du das von dir selbst, oder haben's dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darauf kämpfen, dass ich den Jüden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Losgebe, da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Nicht diesen, nicht diesen, sondern Barnabas, nicht diesen, sondern Barnabas, Barnabas. Barnabas aber war ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesu und heißet er ihn.
allen Stücken, in allen Stücken, den immer gleiche, den immer gleiche geht. Nachdem die Wassermogen von unserer Sündflut sich verzogen, der allerschönste Regen
allen Stücken den Himmel gleiche, den Himmel gleiche geht. Die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Oh,
wird ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Hüden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz und haben ihn gesetzt vor der Sterne. Wir haben ein Gesetz und haben ihn hinein in das Richthaus und spricht zu Jesus: Von wannen bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von dem antrachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Aber schrien und sprachen: Es ist von diesem Los, wo bist du des Kaisers Frau? Das ist von diesem Los, des Kaisers Frau. Thank you.
dort hörte, führte er Jesum heraus und setzte sich auf dem Richtstuhl an der Stätte, die da heißet Hochpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber der Rüsttag in Ostern, die sechste Stunde, und er spricht zu den Jüngern: Sehet, das ist euer König. Sie schrien aber: Eure Wohlfahrt, Mütter, da.
angefochten Seelen. Wahrheit, ihr angefochten Seelen, ihr angefochten Seelen, eilt, ihr angefochten Seelen, eilt, 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 ihr angefochten Seelen, ihr angefochten Seelen, hielt aus euren Mörderhöhlen, eilt, eilt, aber schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Jüdenkönig. Diese Überschrift lasen viel Jüden, denn die Städte waren bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Jüden zu Pilato: Schreibe nicht, 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 geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Untereinander, was uns denn bitte passt, was uns denn passt.
erfüllet würde die Schrift, die da sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über meinen Rock das Los geworfen. Solches taten die Kriegesknechte. Es stund aber bei die Kreuze Jesu, seiner Mutter und seiner Mutterschwester, Maria Kleophas und Maria Magdalena. Da nun Jesus seiner Mutter sah, den Jünger dabei stiel, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu den Jüngern: Gebracht.
sieg mit Macht. Wer hält aus Jona sieg mit Macht? Wer hält aus Jona sieg mit Macht? Mein teurer Heiland, lass dich fragen, lass dich fragen. Teurer Heiland, lass dich fragen, lass dich fragen. Teurer Heiland, lass dich fragen. Ans Kreuz geschlagen und selbst gesagt, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Bin ich vom Sterben frei gemacht, bin ich vom Sterben frei gemacht, vom Sterben frei gemacht. Bin ich vom Sterben frei gemacht, vom Sterben frei gemacht. Schmerzen zwar nicht sagen, vor Schmerzen.
Hester ist erkannt, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über. Denn desselbigen Sabbatstag war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknecht nach einer eröffnete seine Seite mit einem Spiel. Und alsobald ging Blut und Wasser herauf. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass er die Wahrheit sagt, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet führe. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und aber man spricht eine andere Schrift, dann sehen, in welche sie gestochen haben. Stätte, da ihr gekreuziget ward, ein
Herzwillen der Jünger, dieweil das Kreuz.